Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 3. Heute gibt es Karos Lieblingsessen. Das sieht so ekelhaft aus. Porridge mit Apfelstückchen. Ist schon motiviert? Okay, ich frage lieber noch mal eine halbe Stunde nach. So, also, wir haben jetzt unsere Sachen soweit geparkt. Ihr seht, das Auto sieht nicht weniger chaotisch aus. Und dann geht es auf den Jenläden oder auch auf Deutsch der Eisenweg. Hinten bei Christine haben, fahren da sicherlich nochmal 40 Minuten hin. Ja, das ist eigentlich ganz cool geregelt. Man läuft von Norden zurück in die Stadt. Und in der Stadt gibt es einen Bus, scheinbar, Linie 400, die 5 Minuten vom Parkplatz entfernt hält. Caro ist mittlerweile auch bereit. Telefon ohne Zahnkasten, aber wenig bis gar keinen Sinn. Ja. Survival Mode on. Wieso hast du nicht einfach Tannennadeln genommen? Nee, also Rucksack ist jetzt auch gepackt. Ich habe auch noch ein kleines Schmankerl dabei. Aber das verrate ich nicht. Das kommt dann später auf die Kamera. Ich schätze mal, mein Rucksack wiegt jetzt ohne das Zelt gute 11 Kilo. Naja, 12. Das ist für eine Zweitagestour doch relativ viel, muss ich sagen. Aber liegt auch daran, dass ein bisschen Luxus dabei ist. Wenn man eine Mehrtagestour macht, dann kommt man auch so um die 15, 16 Kilo. Und da muss man halt echt auf vieles verzichten, was ich jetzt halt nicht wollte. Also von daher. Gut, wir machen uns jetzt fertig und dann melden wir uns wieder vom Weg, würde ich mal sagen, ne? Bis denn. So, die letzten Vorbereitungen zur ersten Wanderung werden getroffen. Wir sind am Parkplatz. Das war super leicht zu finden. Im Gegensatz zu Karlstadt gab es in Christinehamn eine Touristeninformation, die uns sehr geholfen hat. Ja, da haben wir eine kleine Karte gekriegt, aber ich glaube, das Ding ist super gut ausgeschildert. Also ich sehe hier schon die ersten Schilder hier vorne stehen. Es gibt Infotafeln. Also von daher, das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir starten jetzt hier. Hier gibt es eine Bushaltestelle bzw. einen Bahnhof. Und dann geht es hier diesen roten Weg entlang. Hier runter. Und dann zurück nach Christinehamn. Und von dort aus nimmt man dann einen Bus oder den Zug wieder hier hoch, steigt aus und kommt zurück zu seinem Auto. Also ist wirklich ganz einfach. Ist auch nur so eine Art naja, Test, weil Caro das noch nie gemacht hat, so über mehrere Tage. Ich meine, wir übernachten jetzt auch nur eine Nacht. Also ist wirklich eine kleine Tour. Meine längste waren insgesamt 8 Tage am Stück. Das waren fast 160 Kilometer in den Fjordlands von Neuseeland. Das war dann nochmal eine ganz andere Schiene, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast hier Handyempfang und alles Mögliche. Also von daher. Naja, also ich hoffe mal, dass das schön wird. Ich hoffe, das Wetter bleibt auch so. Es ist echt gut. 18, 19 Grad, kann man echt nichts sagen. Und ja, morgen soll es regnen. Bisschen morgens, aber das sollte schon nicht so schlimm werden, oder? Hoffen wir mal. Packen wir es, oder? Ja. Also es windet wie bekloppt, auch wenn man es gerade nicht hört. Jetzt kommt wieder eine Sturmböe. Man sieht es vielleicht oben an den Bäumen. Also es windet wirklich richtig übel. Eben ist da schon eine Baumkrone abgebrochen. Ja, aber wir machen weiter. Wir müssen jetzt halt nur wirklich ein bisschen drauf achten, auf die Baumkronen und auch drauf hören. Nicht, dass wir mit von so einem Baum erschlagen werden. Das wäre irgendwie ziemlich unrühmlich. We'll be right back.
Wir haben eine All-You-Can-Drink-Coffee-Flatrate mitten im Nirgendwo bekommen. Total geil. Für 2,50 den Kaffee. Ey, das ist selbst in Deutschland günstig für eine Kaffee-Flatrate. Ja, und irgendwie verkaufen die hier Blumen und Blumenerde und halt Kaffee. Und ist ein sehr schöner malerischer Fleck. Wir genießen jetzt erstmal den schönen, selbstgemachten Kaffee. Besser als der von Maggis 100 Pro. Wir haben entschieden, wir machen nur eine Eintagestour draus, zumindest versuchen wir es mal. Weil die letzten 6 Kilometer ungefähr sind halt nur Straße. Und Straße laufen muss man hier echt nicht. Genau, macht einfach keinen Spaß, macht keine Laune. Durch Wohngebiet und so. Genau, durch Wohngebiete. Außerdem soll es in der Nacht regnen und morgen früh. Ja. Und dann... Und da denke ich, oder denken wir uns halt so, ganz ehrlich, dann lieber jetzt versuchen, einen kleinen Stichweg zu nehmen. Nochmal 4 Kilometer schnell runterreißen und dann mit dem Bus. Ich hoffe mal, dass das hinhaut. Und dann ins Auto und dann weiterfahren und zu einem Campingplatz kommen. Oder irgendwo. An sich bisher finde ich den Weg eigentlich okay. Bis auf die Straßenabschnitte nerven auch total. Der ist sehr schön. Ich glaube, die schönsten Stellen haben wir schon. Ja, definitiv. Hinter uns. Also aber richtig, richtig toll. Ja, also richtig schöner Weg. Das Wetter ist auch eigentlich perfekt. Ach, wie man sieht. Morgen soll es halt richtig schiffen. Deswegen jetzt die Planänderung und mal gucken, ob wir das jetzt noch hinkriegen. Wäre richtig geil, wenn das jetzt alles hinhauen würde. Wir würden nämlich auch noch einen Tag sparen und könnten dann in einem anderen Park auch noch mal eine komplette Tagestour machen, statt nur eine kurze oder vielleicht sogar mit der Übernachtung. Wir haben die Stelle gefunden, die wir finden wollten. Nämlich genau, nämlich genau die Brücke, auf der wir gerade stehen. Die wollte ich unbedingt finden, weil dies ist nämlich die Abkürzung zu der Bushaltestelle, zu der wir jetzt marschieren. In der Hoffnung, dass wir dort noch einen Bus kriegen, der uns dann zurück zum Auto führt und wir dann einfach uns einen Tag auf diesem Weg, sparen. Also, wenn jetzt alles gut läuft, sind wir in ca. 20 Minuten spätestens an der Bushaltestelle, eher früher. Und dann können wir gucken, was Sache ist. Ja. Freust du dich schon? Ja! Thank you.